Ja, Leute, Leute, damit ganz herzlich willkommen. Wir müssen leise sein wegen dieser Freaks hier. Willkommen zu meinem Let's Play von Thief. Die, die hier sieht, ja, die heißen so, das sind Freaks. Kleine, blinde Kreaturen, die aber dafür enorm gut hören können. Außerdem sind sie leicht mit Feuer auszuschalten, aber ich habe gerade nicht viel mit Feuer bei mir und hier sind auch noch, oh Gott, diese Glasscherben und alles. Ihr seht schon, es ist relativ kompliziert, hier irgendwie weiterzukommen. Habe ich überhaupt Audacity an? Ja, habe ich an. Klar, gut. So. Und wir versuchen zu Aarons Zelle zu kommen. Ach, da ist sie schon. Wir müssen da eben nur aufpassen, dass diese Freaks uns nicht bemerken. Bis jetzt scheint es auch ganz gut zu klappen. Im letzten Teil haben sie mich ja ein paar Mal erwischt. Und das ist mir auch nicht so besonders gut bekommen. Denn sie sind wirklich wahnsinnig stark. Also, zwei Schläge haben gereicht, da war ich sofort weg. Also, ein Schlag hat mich schon in den unteren Bereich des roten Balkens gebracht. Und unvorstellbar stark. Auf jeden Fall aus dem Weg gehen. Oh, jetzt geht's auch schon wieder. Ich glaube, wir sind jetzt langsam am Ende von der Heilanstalt. Es wurde auch. Was? Oh, ey, ihr Freaks! Was ist los? Was ist los? Wollt ihr rein? Wollt ihr rein? Ja, ihr wollt rein, aber ihr kommt nicht rein. Wie geil. Wow, da ist noch einer. Ja, komm raus, komm raus. Hier auch noch. Da komm, mach nochmal, komm raus. Boah, sind die eklig. Komm. Komm. Ich will es mal nicht übertreiben, ansonsten. Oh, was denn jetzt? Oh! Freak! Freak! Ich hab's provoziert. Das muss ich zugeben. Ich hab das provoziert. Wo geht's denn jetzt hin? Ah. Der Mond serviert auf Silbertellern. Und ich stürze in die Dunkelheit. Okay. Auch schon wieder so eine Sequenz. Alles da jetzt. Warum bin ich allein? Jetzt weiß ich ja, was zu tun ist. Folge Dämonen. Jeder Atemzug tut weh. Hier ist so ein Freak. Das waren anscheinend mal Menschen, die Freaks. Die Stimmen sollen aufhören. Die Krallen von denen, ja, die sind echt heftig. Da unten ist noch so einer. Ich hätte besser sterben sollen. Na, na, sei mal nicht so hart mit dir. Wie kann ich atmen, wenn überall tot ist? Dann atme den Tod. Verdammt, wo ist denn jetzt der andere Mondstängel? Ach so, ich muss in die Tür reingucken. Ach so, ach so, ach so. Mit den Gefangenen stimmt was nicht. Fuck. Garrett, wo bist du? Ich bin auf dem Weg. Ach da, Moon. Dir dachte ich, kann ich vertrauen. Sie verändern sich. Was ist los?
verdienen eine Strafe. Du verdienst diese Strafe zu geben? So, und was erwartet uns jetzt? Der Baron, wer ist hier? Dreckiger Baron. Aaron! Kann man es jetzt... Na, vorsichtig. Schafft sie von den Köpfen weg! Sie ist zu wichtig, um hier zu sterben! Zu wichtig, um sterben? Natürlich hasst er mich. Ich frage mich, ob sie den Schmerz kennt. Sie ist unsere Zukunft! Deine vielleicht. Der Bastard hat mich gestohlen. Wieso hasse ich ihn nicht? Jemand wird sterben. Vielleicht werde ich verrückt. Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Schon den heftig. Baron. Zurück zu Northcrest Manor, dorthin, wo alles begann. Heißt das, ich kann jetzt gehen? Aber wie kann ich gehen? Ach so. Gut, wir haben es endlich geschafft, diese Heilanstalt hinter uns zu lassen. Das war auch ein ganz schönes Kapitel. Ich muss in Northcrest Manor einbrechen, bevor es der Pöbel tut. Ich brauche Antworten. Ja, ist klar. Na dann. Rüsten wir uns mal aus. Kundenbeute, wo ist denn die nur? Städtische Denkmaltafeln, der Hof. Ja, okay. Dann Abfahrt. Wir haben was zu tun. Was ist denn das für ein kranker Scheiß? Der Name des Ungläubigen lautet Martin Holloway. Er hat mit der Wache konspiriert und die Hoffnungsvollen unterdrückt. Was sagt ihr? Soll dieser Mann von Orion berührt werden oder an den Galgen kommen? Jetzt hängt ihn schon auf! Oh Mann. Ja! 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 Sind nicht besser. Ein kleines Stück. Wollen wir dann rüber ins Berg? So. Rein ins Haus, auf der anderen Seite raus und dann sind wir auch schon da. Oh, ach nee, runter. So. Jetzt müssen wir aber erstmal ja zu dieser, zu diesem Anwesen kommen. Andere Aufträge nehme ich jetzt erstmal nicht an. Ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Huch. Das war nicht besonders elegant.
In dieser Stadt gibt es heute viele wütende Menschen. Der Baron ist ein gefragter Mann, nur aus den falschen Gründen. Die Dämmerung naht. Verdammt, ich brenne! Die Götzen sind schon auf der Brücke. Ja. Kapitel 6. Der Northcrest Manor wohl. Okay. Also ich wusste nicht, ob Arryn jetzt noch wirklich noch am Leben ist, weil eigentlich ist es ja nicht so wirklich rausgekommen. Also genau wissen wir es ja nicht. Könnte alles möglich sein. Oh, scheiße. Die letzte Verteidigungslinie des Barons mag für den Mob bereit sein. Aber nicht für mich. Ich muss da rein, bevor es hässlich wird. Sind das Schritte? Nein, das sind keine Schritte. Ich glaube... Ich kann jemanden hören! Hä? Dougal! Ach, verdammt. Ach, wie elend. Ich könnte dich doch mal packen. War das P? Oh. Du Sack. Das war jetzt nicht sehr freundlich. Kannst, Mann. Scheiße, wenn ich Grips hätte, wäre ich wohl kaum hier. So, das hätten wir auch. Fehlt noch einer. Hoffentlich macht jemand Ärger. Dann weise ich ihn zurecht. Na, mit dem Watcher war ich ein bisschen vorsichtig. Kaffeebohne? Ah, verdammt, da ist ja noch einer. Wupp. Das kriegt der nicht. Arsch offen, wenn ihr das denkt. Wuff! Was ist man hier? Schön. Das ist noch einer. Oh, verdammt. Wir sind so viele. Oh Gott, das überlebe ich auf keinen Fall. In welcher Welt denn? Oh, noch mehr. Ich bin aber... Ich werde das hier... Kiste sehen. Mir etwas entstanden aus. So.
darf ich! Hast du nicht. Jetzt bleib bloß weg von mir. Oh, scheiße. Oh, fuck. Leck mich am Arsch, ey. Verkackte Wachen. Wow. Die werde ich nie wieder los. Ich glaube, ich muss laden. Es wird nix. Pro Gamer. Okay, diesmal sind wir ein bisschen behutsamer. Ich brauche mehr Schlaf. Brauchst du das, ja? Wie ist das? Falls da jemand ist, zeig dich gefälligst. Nerven spielen mir Streiche. Tut mir leid, Alter. Was? Du entkommst mir nicht! Ich werde dich finden! Das war doch ein Kopfschuss. Sorry, kleiner Hund. Du kannst nichts dafür, dass dein Herrchen ein Vollidiot ist. Das ja. Und wir schauen uns weiter um. Hm. Gold. Ich sichere die andere Seite. Was ist denn aus dieser Stadt geworden? Schützen! Wenn etwas über die Mauer kommt, verpasst ihm einen Bolzen. Bewacht diese Gärten mit Argusaugen. Will ich es wissen? Yes, Sir. Hoffentlich kriege ich nicht die Schwermut. Was das wohl ist? Ob ich damit das Wasser in den Gärten abstellen kann? Oh, der Brunnen ist aus. Gut. Das Plätschern hat mich ohnehin wahnsinnig gemacht. Vergiss den Brunnen! Erhalte die Mauern im Auge! Wieder Trockenfleisch. Ich hasse Trockenfleisch. Finden wir vielleicht bei dem Brunnen eine Kleinigkeit? Das wäre schon mal. Alles für diese eine Nacht. Was sind denn hier? Schleicht da jemand rum? Nein, hier ist niemand. Nochmal so einen Fehler kann ich mir nicht erlauben, wie gerade eben. Wer könnte mich denn jetzt gerade gesehen haben? Oh. Wer immer da ist, er soll hervortreten.
Alter. Dann dreh eben wieder deine Runde. Ich hasse diese Warterei. Verdammt, durch das Wasser konnte ich ihm nicht folgen. Ich habe nicht die Zeit, ewig zu warten. Was ist hier los? Worauf wartest du noch? Sieh dich um. Was war das für ein Geräusch? Verdammt, habe ich jetzt zu viele angelockt. Ist da jemand? Ich hab was gehört. Oh nein, nein, nein. Geh bloß weg. Die Schritte kommen näher. Meine Ausbildung, meine Hingabe, alles für diese eine Nacht. Ich glaube, sie sind weg, oder? Gut, da kommen wir schon mal nicht lang. Scheiße, wenn ich Grips hätte, wäre ich wohl kaum hier. Die Straßen sind nicht mehr sicher. So, was bei sich? Ja, na also. Kümmern wir uns um die beiden anderen. Leute, wie komme ich denn an euch vorbei? Ah. So. Okay. Dass uns jetzt was gebracht hat, weiß ich noch nicht, aber es wird man bald rausfinden. Von dieser Nacht wird man sich Geschichten erzählen. Ist das ätzend. Hoffentlich macht jemand Ärger. Dann weise ich ihn zurecht. Was? Warum? Ich drück doch Q. Wenn ich Q drücke, hast du K.O. zu gehen. Verdammte Scheiße. Alles jetzt gut. Ist das ätzend?
Komme ich auch direkt durch die Vordertür rein? Nee. Durch die Vordertür zu gehen ist ohnehin nicht mein Stil. Nein, nicht wirklich. Da hast du ja schon recht. Das stimmt ja. Meine Ausbildung. Meine Hingabe. Das sind zwei. Alles für diese eine Nacht. Wie komme ich denn dann jetzt am besten weiter? Ja, irgendwo gibt's doch immer einen Weg. Auch wenn ich ihn jetzt noch nicht sehe. Da passe ich nicht rein. Das wird nichts. Aber vielleicht bei den netten Herren dort hinten, durch den Keller. Ich muss nur versuchen, sie irgendwie wegzukriegen. Oder auszuschalten. Ausschalten finde ich gut. Na komm her. Na komm her. Verdammt. Drei Wachen. Wenn sie uns überrennen, hängt an jedem Baum ein Galgenstrick. Vielleicht. Dann hätten wir noch Glück. Es heißt, sie hätten die armen Schweine im Black Square ausgeweidet. Ich brauche irgendwas, was ich in mein Inventar reinlegen kann zum Werfen. Ah, Tonkrug. Geht der? Nee, natürlich nicht. Ah, irgendwas zum Werfen. Will doch nur zu euch in den Keller. Schnell, 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 Garrett. Wo die Arschlochwache runterkommt. So. Und jetzt? Ich glaube, wir sind drin. Ja. Yep, yep, yep. Lass doch hochheben. Komm. Tu mal nicht so. Jetzt. Das war der leichte Teil. Ah ja. Das ist ein großes Haus und der Baron empfängt heute keinen Besuch. Nicht freiwillig. Bestimmt auch im Haus Wachen haben, oder? Die Fallen sind neu. Baronoid Northcrest hat wohl Angst vor Besuchern. Ich sollte aufpassen. Ich hab doch mal so eine Zange gekauft. Wow. Perfekt. Aha. Eine vergoldete Flasche. Das kann doch nur ein edles Tröpfchen sein. Oh, da geht's schon hoch. Na, dann gucken wir uns mal kurz hinten um. Aber auch hoch.
keiner in der Küche. So, so. Ich brauche doch was zum Werfen. Warum kann ich nichts nehmen? Ups, nee, das packen wir weg. Na gut. Dann bleibt mir erstmal kurz in der Küche. Also gesagt, bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns dann. Leute, macht's gut. Ciao.